Ihr glaubt, den richtig guten Kaffee, den gibt's nur draußen in den Cafés bei Baristas? Das muss nicht sein. Wie ihr das zu Hause schaffen könnt, das zeige ich euch jetzt. Hallo zusammen und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Rammershofen.com. Ich bin der Ben und ich zeige euch heute die neue Espresso Collection aus dem Hause KitchenAid. Das sind Geräte, mit denen bekommt ihr garantiert zu Hause Kaffee oder Espresso hin auf Barista-Niveau. Ihr wisst es, KitchenAid ist seit über 100 Jahren das Unternehmen für alles rund um die Küche. Egal ob es Kleingeräte, Großgeräte sind, und da darf natürlich Kaffee nicht fehlen. Kaffee gehört zur Welt der Kulinarik wie die KitchenAid, muss man ganz klar so sagen. Es ist ein kleiner Mikrokosmos für sich, die Aromen, die sich entfalten können, die verschiedenen Specs der Maschinen, die wirklich wichtig sind für den Geschmack. Da gibt es wirklich so viele Unterschiede, das ist so persönliches Gusto. KitchenAid hat hier mit diesen Geräten etwas zusammengefasst, was für jede Küche zu Hause, für jeden Anwender kinderleicht zu bedienen ist. Und das ganz Besondere: der Kaffeegeschmack ist so individuell wie jeder von uns selbst. Das heißt, ihr habt ganz viele einzelne Stellschrauben, an denen ihr drehen könnt, um jeden Kaffee, jede Röstung genau auf euren Gusto zuzuschneiden. Und wie das funktioniert mit diesen tollen Geräten, schauen wir uns mal im Detail an. Also wer sich damit beschäftigt, der weiß, eine gute Barista-Ausbildung dauert wirklich lange und ist sehr intensiv. Einen guten Kaffee oder einen guten Espresso zu machen, kann sehr komplexe Wissenschaft sein. Da spielen Dinge mit rein wie Druck und Mahlgrad und Temperatur und. Als einzelner Anwender zu Hause in der Küche ist das eigentlich fast nicht zu überblicken. Aber wir zäumen das Pferd jetzt einmal von hinten auf und ich erkläre euch einmal, was die einzelnen Komponenten ausmacht. Das Wichtigste ist natürlich definitiv immer noch das Wasser, weil jeder Espresso, jeder Kaffee besteht zu 80% aus Wasser. Dementsprechend ist da die Qualität sehr wichtig. Ich persönlich würde euch empfehlen, wenn ihr keine Enthärteanlage im Eigenheim habt, holt euch am besten einen Wasserfilter, um entsprechend auch das perfekte Wasser für eure Maschine zu haben. Wenn ihr das nicht machen möchtet, könnt ihr auch gerne das normale stille Wasser aus der Flasche nehmen. Und vor allem, je nachdem wie hart das Wasser bei euch zu Hause ist, schont das Ganze auch noch die Dichtung, die ganze Maschinerie und ihr habt nochmal deutlich länger etwas von eurem tollen Espresso-Genuss. Damit habt ihr eine tolle Basis, um den perfekten Espresso und den perfekten Kaffee zu machen. Besonders praktisch finde ich persönlich auch den einfach abzunehmenden Wassertank. Einfach abziehen und unter dem Wasserhahn. Und ganz spannend übrigens auch, wenn ihr mal eure Espressomaschine mitnehmt von Norddeutschland runter nach Bayern, ihr werdet tatsächlich, obwohl ihr die gleichen Bohnen benutzt, tatsächlich einen geschmacklichen Unterschied feststellen. Die zweite wichtige Ressource dabei ist natürlich das, wo der Name herkommt, das ist der Kaffee. Und der Kaffee zeichnet sich besonders aus natürlich durch die verschiedenen Bohnen. Und bei den Bohnen gibt es auch wieder so viele Möglichkeiten, wie ihr für euch den persönlich perfekten Kaffee zusammenstellen könnt, den perfekten Espresso zusammenstellen könnt. Das ist einerseits schon mal die Sorte. Viele wissen es gar nicht, es gibt ja zwei Hauptsorten, die bei uns so beliebt sind. Das ist einmal die Arabica-Bohne, die ist eher so in Mitteleuropa gängig, die ist ein bisschen softer im Geschmack, hat allerdings auch weniger Koffein enthalten. Im Mittelmeerraum ist dann eher die Robusta-Bohne beliebt. Die hat zum einen deutlich mehr Koffein, hat aber dafür auch einen etwas strengeren Geschmack. Die ist ein bisschen stärker, hat ein bisschen mehr Bitterstoffe. Aber, und das ist ja bei uns beim Espresso sehr wichtig, die sorgt tatsächlich für eine deutlich bessere Crema. Also diese schöne goldbraune Schicht, die sich oben auf dem Espresso absetzt. Und da habt ihr dann das perfekte Mundgefühl. Und da könnt ihr natürlich jetzt spielen. Und gerade wenn ihr wie wir das Glück habt, vielleicht eine Rösterei direkt in der Nachbarschaft zu haben, könnt ihr nicht nur variieren, welche Mischung ihr
in eurem Boden haben möchtet. So und so viel Prozent Arabica, so und so viel Prozent Robusta. Vielleicht habt ihr auch noch die Möglichkeit, Einfluss darauf zu nehmen, wie stark oder wie schwach die Bohnen geröstet sind. Weil auch das ist sehr ausschlaggebend für das Aroma eures Espressos, wenn er dann aus der Maschine kommt. Eine helle Röstung der Bohnen führt dann eher zu einem fruchtigen, karamelligen und schönen nussigen Aroma, wo dann eine eher dunklere Röstung dazu führt, dass ihr wirklich so ein rauchiges, erdiges Aroma schön kräftig mit in den Kaffee bekommt. So viel zur Bohne. Aber wie wird aus der Bohne ein toller Espresso? Da ist der erste Schritt das Mahlen. Und beim Mahlen gibt es ganz viele Dinge, wo ihr wieder was einstellen könnt, wo ihr für euch persönlich den perfekten Kaffee kreieren könnt. Und da ist besonders der Mahlgrad extrem wichtig. Denn ist er zu grob gemahlen, habt ihr eine Unterextraktion. Das heißt, der Kaffee wird eher wässrig. Habt ihr ihn aber zu fein gemahlen für eure Zubereitungsart, habt ihr eine Überextraktion und dann wird er eher bitter und sauer. Also ist auch das nicht unbedingt das, was man haben möchte. Deswegen hat KitchenAid natürlich mitgedacht. Da haben wir bei unserer neuen Kaffeemühle direkt 70 verschiedene Mahlgrade eingebaut. Je nachdem, wie ihr euren Kaffee zubereiten möchtet, ob es jetzt ganz klassisch mit dem Siebträger passiert oder vielleicht mit einer French Press Pressstempelkanne oder Cold Brew oder ganz einfach mit dem klassischen Drip Coffee, also mit der klassischen Kaffeemaschine, ihr habt für jeden Kaffee wirklich die perfekte Einstellung. Und natürlich hat nicht jeder so die Ahnung direkt und weiß, ja, wenn ich die Kaffeemaschine habe, brauche ich so den Mahlgrad. Auch da hilft euch KitchenAid direkt für die perfekte und einfache Bedienung. Denn wenn wir uns die Kaffeemühle einmal anschauen, haben wir das hier vorne in verschiedene Abschnitte eingeteilt. Die letzten 15 Mahlgrade, also zwischen 70 und 55, sind gedacht für Siebträger. Je nachdem, gröber oder feiner, das hängt ganz von euren Bohnen ab und von eurer Siebträgermaschine. Dann die nächsten 15 sind wieder gedacht für die klassischen Kaffeemaschinen, also die Drip Coffee. Also das, was ihr kennt, einfach das heiße Wasser, was oben aufs Kaffeemehl gegeben wird. Dann haben wir hier vorne nochmal die klassische Siphon-Kaffeemaschine. Ihr kennt das vielleicht von diesen kleinen Espresso-Kannen, die man auch auf dem Herd benutzen kann. Und ganz vorne, das sind dann die gröbsten Einstellungen zwischen 1 und 15. Die habt ihr dann wirklich für die klassische French Press oder für den Cold Brew Kaffee. Und 15 Mahlgrade je Sorte, da findet garantiert jeder von euch seine perfekte Mischung. Und je nachdem, wie ihr das Ganze zubereiten möchtet, wir haben jetzt zum Beispiel hier vorne, wenn wir uns einmal beim klassischen Drip Coffee bewegen, könnt ihr hier an der Seite mit einem Drehrad auch einstellen, wie viele Tassen ihr zubereiten möchtet. Und das geht natürlich hoch, ganz klassisch, ihr kennt das von der Kaffeemaschine, bis zu 12 Tassen. Wenn wir uns dann hier hinten beim Siebträger bewegen, geht es dann natürlich nur noch auf 1 oder 2, weil ihr kennt das, der klassische Siebträger kann maximal 2 Gläser oder 2 Tassen auf einmal bespielen. Beim Kaffeemahlen habt ihr jetzt 2 Optionen. Entweder ihr benutzt das Kaffeemehl für eine der vorderen 3 Zubereitungsarten, also French Press, Siphon oder die klassische Drip Coffee Maschine. Oder aber wir benutzen es hier vorne für den Siebträger. Für die ersten 3 Varianten haben wir hier unten einen Aromabehälter. Da könnt ihr gerne auch auf Vorrat euer Kaffeemehl schon vormahlen. Aber wir sprechen ja hier von richtig gutem Espresso und da brauchen wir natürlich einen Siebträgerhalter. Der versteckt sich. Unten im Fuß ist der direkt mit enthalten. Und was hier ganz besonders ist, es gibt im Prinzip auf dem Markt 2 verschiedene Größen. Es gibt einmal die Siebträger mit 58 mm Durchmesser und einmal 54 mm. KitchenAid denkt natürlich auch an die Kunden, die vielleicht schon einen Siebträger zu Hause haben und hat beide Größen in diesem Halter direkt integriert. Der wird hier unten eingeklickt, der hält dann auch mit einem Magneten und dann kann die Reise schon fast losgehen. Bevor wir die Kaffeebohnen jetzt mahlen, muss ich euch aber noch ganz kurz erklären, was ist so ein Siebträger eigentlich? Wie der Name schon sagt, hält der Siebträger die verschiedenen Siebe in Lage. Davon haben wir bei unserer KitchenAid Espressomaschine ganze 4 Stück direkt im Paket dabei. Je nachdem, welchen Kaffee ihr benutzen möchtet. Denn nicht jeder hat unbedingt eine Kaffeemühle direkt von Anfang an zu Hause. Wobei, ihr könnt es euch vorstellen, wer sich mit der Küchenmaschine auskennt, frisch gemahlen schmeckt eigentlich immer am besten. Aber
Vier Siebe sind direkt dabei. Ihr seht das hier auf der Unterseite. Die einen haben nur ein Loch und die anderen haben ein richtiges Sieb. Wo ist da der Unterschied, fragt man sich. Ganz einfach. Wenn ihr fertig gemahlenen Kaffee im Supermarkt kauft, auch wenn es wirklich vom Kaffeedienstleister um die Ecke ist, wo ihr den gerade im Supermarkt schon frisch vormalt, kann es sein, dass er halt mit der Zeit trocknet, die Öle gehen langsam verloren und die Crema ist nicht mehr sonderlich optimal. Deswegen gibt es hier diese Siebe mit nur einem Loch auf der Unterseite. Damit bekommt ihr auch aus vorgemahlenem Kaffee eine tolle Crema mit dem Siebträger von KitchenAid hin. Oder aber ihr malt den Kaffee wirklich frisch, wie wir es hier tun in der Kaffeemühle. Da nutzt ihr dann das ganz normale Sieb und bekommt aus der frisch gemahlenen Kaffeebohne wirklich die perfekte Crema. Und warum sind es dann vier Siebe? Ganz einfach, ihr wisst es wahrscheinlich schon. Wir haben ein Paar an Sieben jeweils für eine Tasse Espresso und wir haben ein Paar an Sieben für zwei Tassen Espresso. Je nachdem, vorgemahlener Kaffee oder frisch gemahlener Kaffee. Ihr entscheidet. Das Sieb wird einfach nur in den Träger eingeklickt, man hört das auch. Ja. Den hängt ihr dann einfach nur in den Siebträgerhalter der Kaffeemühle ein. Und ich persönlich bin ein Fan davon, ich mache meinen Kaffee in der Regel sehr, sehr fein. Wichtig ist dann, die richtige Tassengröße auszuwählen. Wir haben jetzt das Sieb für nur eine Tasse ausgewählt, dementsprechend hier eine Tasse. Und jetzt kann es sein, dass ihr mit der Zeit merkt, der ist mir trotzdem noch zu stark, aber der Mahlgrad passt eigentlich. Das heißt, ihr müsst eigentlich nur noch ein bisschen die Menge des Kaffeemehls im Siebträger variieren. Dafür hat KitchenAid auch etwas eingebaut. Ihr seht, jetzt haben wir eine Mahlzeit von 10,8 Sekunden. Und da gibt es hier unten so ein schönes Drehrad und damit könnt ihr selber nochmal die Zeit variieren, wie lange die Kaffeemühle läuft. Wichtig, damit ändert sich dann auch die Menge an Kaffeemehl, die unten im Siebträger landet. Wir bleiben hier mal auf den 10,8 und dann lassen wir mal laufen. Damit ihr ein gleichbleibendes Mahlergebnis habt, hat die KitchenAid Kaffeemühle ein Vollmetall-Kegelmahlwerk. Ihr nehmt ihn einfach raus und da hat sich KitchenAid jetzt was ganz Besonderes gedacht. Ihr habt das bestimmt schon mal beim Barista gesehen. Normalerweise ist auf der Unterseite des Siebträgers so ein Hörnchen, wo dann an der Seite der Kaffee ausläuft oder Espresso. Das macht es allerdings wirklich für Personen, die zu Hause selber den Espresso zubereiten möchten, sehr schwer, den schön gleichmäßig zu tempern. Tempern, fragt ihr euch? Tempern nennt man das Verdichten des Kaffeemehls im Siebträger. Dafür gibt es diese schönen massiven Temper, die sind unten aus massivem Edelstahl, dementsprechend schön schwer. Und da ist es wichtig, das Ganze schön gleichmäßig zu machen. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr jetzt unten drunter diese Hörnchen habt, müsst ihr entweder auf die Tischkante gehen oder es gibt spezielle Temperstationen und. Kompliziert und trotzdem nicht unbedingt so, dass man es zu Hause ohne große Erfahrung machen kann. Ihr seht, ich habe es gerade ganz intuitiv gemacht. KitchenAid hat die Unterseite bewusst flach gehalten. Ihr könnt es einfach auf die Arbeitsplatte stellen und könnt von oben mit sanftem Druck euer Kaffeemehl verdichten. Dabei wichtig, nicht seitlich drücken, sondern einfach schön gleichmäßig von oben. Kleiner Tipp von mir, ich mache es persönlich so, ich halte immer zwei Finger außen über den Rand und dann spürt ihr schon, ob es gleichmäßig ist oder nicht. Dann haben wir hier ein bisschen was daneben. Das macht aber gar nichts. Ihr seht jetzt hier, es ist wunderbar gleichmäßig getempert. Das ist auch wirklich wichtig, weil ihr könnt euch vorstellen, wenn wir das Ganze schräg getempert hätten, haben wir auf der Spitze oben einen direkten Kontakt mit dem heißen Wasser, wo es auf der Unterseite eher nur drauf träufelt und ihr habt dann oben eine Überextraktion, also mehr Bitterstoffe, mehr Säure und im Tal unten ist es dann eher verwässert und der Espresso wird nicht sonderlich gut, weil man kann da leider nicht sagen, okay, das verwässerte unten gleich die Säure oben aus, Säure drin ist Säure drin. Aber dafür eben der flache Siebträger. Der wird dann einfach nur hier unten entsprechend in die Maschine eingespannt, einmal rüber bis zum Anschlag und dann kann es schon fast losgehen. Wenn ihr einmal länger nicht zu Hause seid, entfernt bitte die restlichen Bohnen aus dem Bohnenbehälter, denn ihr wisst es wahrscheinlich, auch frisch geröstete Bohnen haben immer noch ihre Öle auf der Außenseite und gerade mit Sonneneinstrahlung zusammen kann es sein, dass davon der Kunststoffbehälter angegriffen wird. Und damit sind wir jetzt endlich beim Herzstück unserer neuen Espresso Collection angekommen, beim neuen KitchenAid Siebträger. Jetzt denke ich mir, morgens auf dem Weg zur Arbeit,
Habe ich da Zeit, mich wie ein Barista in die Küche zu stellen und ewig noch mit Geräten zu hantieren? Mm-mm. Weil morgens aus der Dusche, in die Küche, Kaffee ziehen, raus. Und genau da setzt auch KitchenAid an. Weil ihr müsst nicht ewig auf euren Kaffee warten müssen. KitchenAid hat hier im neuen Siebträger eine Thermocoil-Heiztechnologie eingebaut. Das heißt, das Wasser im Siebträger ist in unter 45 Sekunden heiß und ihr könnt euch dann sofort euren Espresso ziehen. Und gerade das Thema Temperatur ist beim Espresso super wichtig. Denn man sagt im Regelfall, zwischen 90 und 96 Grad ist die optimale Brühtemperatur für die klassischen Espressi. Aber auch da muss man wieder sagen, das kommt darauf an. Nämlich auf euren persönlichen Gusto, so wie es euch am besten schmeckt und natürlich dann auch abgestimmt auf die Bohnenmischung und den Mahlgrad, so wie ihr es gerne zu Hause haben möchtet. Natürlich, wenn man noch nicht so diese Ahnung hat und weiß nicht genau, wie stimme ich das am besten ab, hat KitchenAid natürlich einen guten Mittelweg schon vorprogrammiert. Sobald ihr ein bisschen erfahrener seid und wisst, nee, es muss ein bisschen heißer sein, ein bisschen weniger Temperatur oder es muss ein bisschen mehr sein, ein bisschen weniger von was anderem, könnt ihr trotzdem euer persönliches Espresso-Erlebnis komplett personalisieren. Das ist gar kein Problem. Und damit euer Espresso genau die richtige Temperatur hat, abgestimmt auf euren persönlichen Geschmack mit der Bohne, mit dem Röstgrad, hat KitchenAid hier im neuen Siebträger eine tolle Technologie eingebaut, nämlich zwei Sensoren für die Temperatur. Einmal am Ausgang der Heizeinheit und einmal direkt hier vorne am Siebträger, damit auch wirklich sichergestellt ist, dass die Temperatur von hinten bis vorne zu jeder Zeit konstant bleibt. Wenn der Siebträger merkt, da ist eine Differenz, wartet er noch einen Moment und heizt das Wasser nochmal auf, damit ihr dann wirklich die perfekte Brühtemperatur in eurem Espresso habt. Und dann kommt das Herzstück des Siebträgers und da muss man ganz klar sagen, da scheiden sich die Geister. Ich habe eingangs schon gesagt, die Welt des Kaffees ist ein kleiner Mikrokosmos. Man kann zum Teil sogar sagen, es ist fast eine Religion für die wirklichen Kaffeeliebhaber. Und gerade beim Punkt des Drucks der Pumpe, da scheiden sich die Geister. Man hört immer wieder, so die professionellen Barista arbeiten in der Regel mit 9 Bar Druck. Da muss man aber dazu sagen, die haben halt auch eine jahrelange Ausbildung hinter sich. Die wissen, wie sie den Druck einstellen können, wenn sie wie wo variieren möchten. Das ist für zu Hause einfach nicht gut. Weil ihr wollt zu Hause immer wieder mit einem Knopfdruck schnell einen sehr guten Kaffee trinken. KitchenAid hat sich deshalb entschieden, hier eine Pumpe mit 15 Bar Druck zu verbauen. Das hat für euch mehrere Vorteile. Zum einen habt ihr eben auch bei vorgemahlenem Kaffee eine perfekte Crema. Ihr habt eine tolle Crema bei den Standard 7 mit frisch gemahlenem Kaffee. Und wenn ihr morgens schnell einen Latte Macchiato machen möchtet, müsst ihr nicht warten, bis die Maschine gewechselt hat zwischen dem Espresso-Bezug und der Dampflanze an der Seite, womit ihr dann die Milch aufschäumen könnt. Also hier wirklich ausgerichtet komplett auf das persönliche Erlebnis zu Hause, dass ihr, wie ich schon gesagt habe, ganz personalisiert euren Espresso zubereiten könnt. Grundsätzlich muss man natürlich sagen, wie jeder gute Siebträger haben auch wir hier oben eine Heizplatte mit integriert. Da ist nur wichtig zu wissen, ich kann die Heizplatte nicht separat zuschalten. Die wird automatisch erwärmt durch das Wasser im Thermocoil-Block. Dementsprechend empfehlen wir auch am Anfang, bevor ihr den ersten Espresso zieht, einmal das ganze System zu spülen. Hat zwei Vorteile. Eventuelle Kaffeereste vom Kaffeemehl am Sieb werden schon mal ausgespült und ihr habt auch die Heizplatte direkt schon mal vorgewärmt. Hier vorne, die Bedienung des Kaffees ist wirklich super einfach. Ihr kennt das von KitchenAid nicht anders. Man denkt damit, man will es wirklich einfach halten, dass ihr morgens schnell euren Kaffee zieht und dann ab auf die Arbeit. Ihr habt hier vorne einmal die Möglichkeit auszuwählen. Möchtet ihr den klassischen Espresso beziehen? Möchtet ihr Dampf haben, also zum Beispiel, um die Milch aufzuschäumen? Oder möchtet ihr einfach nur heißes Wasser ziehen? Das Schöne ist, ihr könnt mit dem Siebträger von KitchenAid nicht nur reine Espressi zubereiten, sondern durch den reinen Heißwasserbezug könnt ihr auch Spezialitäten zubereiten. So einen klassischen Americano, das ist im Prinzip ja nur ein verlängerter Espresso. Oder aber auch einfach nur Heißwasser für Tee. Dann die nächste Taste, da wählt ihr einfach nur aus, möchtet ihr nur eine Tasse Espresso oder möchtet ihr zwei Espressi ziehen. Und die letzte Taste hier vorne, die ist dann das Entkalkerprogramm. Achtung, auch wenn da ein Tropfen drauf ist, das ist nicht das Spülprogramm. Zum Spülen zieht ihr bitte einfach nur zwei Espressi hier vorne und damit spült ihr das System in ausreichender Menge durch. Und hier ganz am Ende, Start-Stopp,
kennt das vielleicht vom CD-Spieler noch, einfach nur Play und dann geht's los mit dem leckeren Espresso. Und den möchte ich euch jetzt einmal zeigen. Hier vorne eine Tasse und los. Ihr seht, die Crema ist perfekt. Das natürlich durchaus geschuldet dem ganz frisch gemahlenen Kaffee, weil so bleiben die ganzen Aromen und die Öle, das was so wirklich dieses Mundgefühl ausmacht, schön im Espresso enthalten. Ich weiß nicht, ob man es im Video gut hören konnte, aber KitchenAid hat sich hier beim Siebträger noch was ganz Besonderes einfallen lassen, und zwar eine Vorinfusion. Das heißt, es ist ein ganz kurzes Brummen, bevor der volle Druck und die volle Wassermenge auf das Kaffeemehl treffen. Damit wird erstmal das gesamte Kaffeemehl im Siebträger durchfeuchtet. Hat für euch den ganz großen Vorteil, der Druck, der dann hinterher kommt, diese 15 Bar, gehen wirklich perfekt gleichmäßig auf das gesamte Kaffeemehl, und so könnt ihr alle Aromen, die ihr haben möchtet, perfekt extrahieren. Aber nicht jeder möchte ja nur den reinen Espresso trinken. Ich habe euch eben schon gesagt, man kann auch Kaffeespezialitäten zubereiten, wie zum Beispiel ein Americano, was ja im Prinzip ein verlängerter Espresso ist. Ihr könnt natürlich genauso auch einen wunderbar leckeren Cappuccino zubereiten oder ein Latte Macchiato. Damit ihr dann auch den perfekten Milchschaum hinbekommt, haben wir hier an der Seite eine Dampfpflanze angebracht. Dazu solltet ihr auf jeden Fall wissen, der perfekte Milchschaum ist nicht dieser feste Schaum, was ihr sonst so aus stationären Milchaufschäumern kennt, sondern wirklich das, was der Barista macht. Das ist dieser schön feinporige, dieser perlige Schaum, der dann wirklich auch ein tolles Mundgefühl erzeugt. Den kann man vielleicht nicht gerade unbedingt löffeln wie Sahne, aber dafür habt ihr ein viel, viel besseres Aroma. Und die Herstellung dieses Schaums ist kinderleicht. Für die Herstellung des Milchschaums muss ich mir einmal die Maschine drehen, denn ich muss ja an die Lanze kommen, und stelle hier vorne auf Dampf. Mein persönlicher Tipp an euch: Nehmt das Kännchen wirklich so, dass ihr mit der vollen Hand das Kännchen umschließt, denn dann habt ihr auch das komplette Feeling der Temperatur der Milch in der Kanne. Weil, wenn es zu heiß wird, fällt der Schaum wieder in sich zusammen. Ihr beginnt, indem ihr einfach die Lanze ganz dicht unter die Oberfläche in die Milch steckt und dann einen Moment wartet. Ihr seht das schon, die Milch wird dann obendrauf schön feinperlig und man bekommt ein leichtes Gefühl dafür nach ein, zwei Versuchen. Und ihr seht, so einfach ist es, Milchschaum herzustellen. Der ist jetzt schön feinperlig, unten natürlich eine schöne Crema. Und darauf muss natürlich dann noch schnell der Espresso. Also ihr habt es gesehen, perfekt war der Milchschaum vielleicht noch nicht ganz, aber mit ein bisschen Übung kriegt man das definitiv hin. Einfach mit der Dampfpflanze erst oben an die Oberfläche, und sobald der Schaum schön feinperlig ist, geht ihr ein bisschen tiefer rein und verteilt diesen Schaum in der warmen Milch, und dann kriegt ihr definitiv den perfekten Milchschaum. Mit der neuen Espresso Collection von KitchenAid steht wirklich dem perfekten Kaffeegenuss für zu Hause absolut nichts mehr im Weg. Nichtsdestotrotz, am Ende steht trotzdem immer noch ein bisschen das Saubermachen, aber auch das ist mit dem Siebträger hier wirklich kinderleicht. Ihr müsst einfach nur den Siebträger abmachen, die Siebe spült ihr einfach nur mit klarem Wasser unterm Wasserhahn ab, und hier am Ende einmal auf den Kaffee, auf den Espresso umstellen und zieht einfach nur zwei Tassen. Und das war's schon. Damit wird das Brühsieb einmal komplett gespült, ihr müsst es noch abwischen, und das war's. Damit ist der Siebträger jetzt einmal komplett gespült. Einfach nur hier oben für den Fall, dass vielleicht noch leichte Ölreste da sind, mit einem entsprechend wärmebeständigen Tuch das Sieb abwischen, und das war's. Meine Empfehlung: beim nächsten Mal, wenn ihr einen Espresso zieht, trotzdem nochmal durchlaufen lassen, weil damit heizt ihr schon mal die Platte auf, damit habt ihr die perfekte Temperatur auch schon im Brühsystem. Das ist sie also, die neue Espresso Collection von KitchenAid. Ihr seht, egal ob ihr komplette Einsteiger seid im Bereich Kaffee, wenn ihr sagt, ich möchte einfach nur morgens meinen Kaffee trinken, aber der muss gut sein, oder wenn ihr sagt, nein, ich möchte den für mich perfekten Kaffee oder den perfekten Espresso kreieren, für jeden von euch ist diese Espresso Collection genau das Richtige. Findet ihr wie immer bei uns auf rammershofen.com, und ich würde sagen,
Wir sehen uns dann im nächsten Video. Wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt, schreibt es uns gerne in die Kommentare und denkt immer dran, die Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal, euer Ben. KitchenAid, dann Rammershofen.